Und hallo YouTube und willkommen zur Folge 105 von Elder Scrolls Lore. Und in dieser Folge geht es um die Zeit nach der Oblivion-Krise und um das Sturmkronen-Interregnum. In dem Versuch, das Kaiserreich während der Invasion von Merunes Dagon zusammenzuhalten und die Oblivion-Krise zu überstehen, übernahm nach der Ermordung von Kaiser Uriel Septim der Rat der Ältesten und allen voran der kaiserliche Kampfmagier Okato die Herrschaft. Die Krone sollte dann eigentlich an Martin Septim übergehen, der aber selbst die Krise nicht überlebte. Er hatte sich geopfert, um Tamriel vor Merunes Dagon zu retten. Und so musste Okato im Jahr 0 der vierten Ära den Titel des Potentaten annehmen. Damit wurde er nun offiziell zum Herrscher des Kaiserreichs, allerdings nicht zum Kaiser. So versuchte der Potentat Okato und der Rat, das Kaiserreich aus dieser Krise herauszuführen, was sich aber als sehr schwierig herausstellte. Nach dem Angriff der Daedra und dem Verlust des letzten Septim-Erben lag das Reich in Trümmern und mehrere Provinzen drohten sich vom Kaiserreich abzuspalten. Die erste war hier Schwarzmarsch. Die Argonier hatten dank der Hist die Oblivion-Krise fast unbeschadet überstanden und sahen in ihrer eigenen Stärke und der zeitgleichen Schwäche des Kaiserreichs ihre Chance. Schwarzmarsch erklärte sich für unabhängig. Auch in Morrowind war die Situation schwierig. Hier hatte die Oblivion-Krise schwere Schäden angerichtet und im Jahr 5 der vierten Ära brach dann auch noch der Rote Berg aus und zerstörte die Provinz weiter. Die Dunmer baten das Kaiserreich mehrfach um Hilfe, doch dem Reich fehlten die Mittel, um den Dunmer zu helfen. Dies schürte mehr und mehr eine Abneigung gegen die Kaiserlichen. Als dann im Jahr 6 der vierten Ära auch noch die Argonier ihre Invasion nach Morrowind begannen und die kaiserlichen Truppen den Dunkelelfen erneut nicht wirksam beistehen konnten, wandten sich diese endgültig vom Kaiserreich ab. So musste der Potentat schließlich auch Morrowind als Provinz praktisch aufgeben. Okato aber sah in den Talmor auf Somerset eine noch viel ernstere Bedrohung. Ihren Aufstieg beobachtete er mit großer Sorge. Da er selbst ein Hochelf aus der Stadt Firsthold war, kannte er die Talmor, ihre Geschichte und vor allem ihre Einstellung gegenüber dem Kaiserreich und den Völkern der Menschen ganz genau. Und so sah er den Aufstieg einer so radikalen Partei unter den Altmeer als eine sehr große Gefahr an. Verhindern konnte er diesen Aufstieg allerdings nicht, denn im Jahr 10 der vierten Ära wurde Potentat Okato ermordet, vermutlich von Agenten der Talmor. Allerdings hatte Okato auch in Cyrodiil einige Feinde. Vor allem einige Adlige des Kaiserreichs verdächtigten ihn, die Oblivion-Krise und den Tod von Uriel Septim genutzt zu haben, um mehr Macht für sich selbst zu erlangen und um zum Herrscher über das Kaiserreich zu werden. Andere wiederum misstrauten ihm eben, weil er ein Altmeer war und es bereits Spannungen mit den Somerset-Inseln gab. Letztlich aber stand die Mehrheit im Kaiserreich fest hinter Okato. Und seine Bemühungen während der Oblivion-Krise wurden bewundert. Während der Krise hatte Okato unentwegt daran gearbeitet, das Kaiserreich so gut es ging zu schützen und zusammenzuhalten. Und als Martin Septim erschienen war, hatte er die Herrschaft sofort an diesen übergeben. Zudem hatte er geholfen, während der Krise Martin zu beschützen und hatte selbst gegen die dädrische Invasion gekämpft. Und auch als er nach Martins Tod der Potentat des Kaiserreichs wurde, nahm er dieses Amt nur durch den Wunsch und mit dem Einverständnis des Rates der Ältesten auf. Und er versuchte nie, sich selbst als Kaiser darzustellen. Am Ende hatte sich Okato als ein sehr fähiger Anführer bewiesen. Er führte das Kaiserreich so gut es ging durch eine der schlimmsten Krisen, die es erlebt hatte und die Zeit danach. Und besonders für die Talmor wäre Okato ein ernstzunehmender und starker Gegenspieler gewesen. Sein Wissen als Altmeer und sein Zugang zur Kultur der Hochelfen und den Somerset-Inseln sowie seine Einstellung gegenüber den Talmor statteten den Potentaten perfekt dazu aus, sich dem Aufstieg dieser Partei entgegenzustellen. Und letztlich könnte genau das der Grund gewesen sein, warum er ermordet wurde. Mit Okatos Tod im Jahr 10 der vierten Ära konnte aber nicht nur der Aufstieg der Talmor ungestört weitergehen. Es begann auch das Sturmkronen-Interregnum. Ohne Okato, der das Kaiserreich zumindest einigermaßen zusammenhalten konnte, brach nun in Cyrodiil völliges Chaos aus. Für die nächsten 7 Jahre herrschte vor allem in der kaiserlichen Provinz effektiv ein Bürgerkrieg.
Der Rat der Ältesten war uneins und überall erhoben sich neue Anwärter auf den Kaiserthron. Manche behaupteten, eine obskure Verbindung zur Septim-Dynastie und damit ein Anrecht auf den Thron zu haben, während andere schlicht versuchten, den Titel des Kaisers mit reiner Waffengewalt an sich zu reißen. Schließlich wurde mit dem Kampfmagier Tulis ein neuer Herrscher gewählt. Tulis aber war in Cerodiel höchst unbeliebt und nur wenige Fürsten und Thronanwärter beugten sich seiner Herrschaft. So auch der kolovianische Fürst Titus Mede. Im Jahr 17 der vierten Ära marschierte er mit einer vergleichsweise kleinen Truppe von 1000 Soldaten in die Kaiserstadt ein. Der Widerstand war dabei auch recht gering, da viele dem Befehl von Tulis nicht Folge leisten wollten. So schaffte es Titus Mede, das Zentrum des Kaiserreichs zu erobern. Zugleich gelang es auch seinem obersten Minister Hirem, den Rat der Ältesten davon zu überzeugen, Titus Mede als Kaiser anzuerkennen. Titus Mede war zwar keineswegs ein legitimer Erbe oder Herrscher und auch kein Anführer vom Format eines Tiber Septim, der das Interregnum vor dem dritten Kaiserreich beendet hatte. Doch nach 7 Jahren, in denen Kriegsherren, machthungrige Fürsten und Banditen Cerodiel durchstreifte und zum Teil verwüstet hatten, sah der Rat Titus Mede zumindest als die beste Alternative für das Kaiserreich an. Nach der Entscheidung des Rates marschierte Titus Mede anschließend gegen die verschiedenen anderen Fürsten und Kriegsherren und besiegte sie einen nach dem anderen. Namentlich bekannt ist hier nur Eddar Olin. Dieser griff die Kaiserstadt von Süden her an, doch Mede gelang es, trotz seiner deutlich kleineren Armee, auch diesen Rivalen zu bezwingen. Und so endete im Jahr 17 der vierten Ära das Sturmkronen-Interregnum. Und Titus Mede I. wurde zum Kaiser gekrönt und begründete die Herrschaft der Mede-Dynastie. Die Provinz Himmelsrand unterstützte dabei Medes Anspruch auf den Thron, während sich Hammerfell und Hochfels dem neuen Kaiser freiwillig beugten, nachdem er vom Rat anerkannt worden war. Dennoch aber dauerte es noch lange, bevor Titus Mede das Kaiserreich vollständig unter Kontrolle bringen konnte. Und in dieser Zeit waren die Talmor zu eben der Gefahr geworden, die Okkato befürchtet hatte. Die Talmor hatten den Altmeribund zurück ins Leben gerufen und die Provinzen Valenwald und Elsweyr übernommen. Und später sollte der Machthunger der Talmor auch zum großen Krieg mit dem Kaiserreich führen. Und so kann man nur vermuten, wie anders die Geschichte der vierten Ära verlaufen wäre, hätte Okkato überlebt und das Kaiserreich weiter anführen und den Talmor entgegentreten können. Er hatte die Bedrohung durch die Talmor schon früh erkannt. Und vielleicht wäre es dem Potentat und Kampfmagier Okkato auch gelungen, die Talmor aufzuhalten, bevor sie überhaupt erst viel Macht erlangt hätten. Doch eben weil Okkato so ein mächtiger potenzieller Gegner für sie gewesen wäre, töteten ihn die Talmor. Und damit verabschiede ich mich auch aus dieser Folge von Elder Scrolls Lore. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage Tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal bei Elder Scrolls Lore.